einsteigen und losfliegen. In Science-Fiction-Filmen gehören fliegende Autos schon lange zur Standardausstattung. Ein Traum, der nicht nur auf der Leinwand geträumt wird. Und immer wieder, früher wie heute, gab es verrückte Versuche, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Aber warum fahren wir immer noch über völlig verstopfte Straßen? Und wie kann eine richtige, echte Realität aussehen? Genau. Wo zur Hölle bleibt mein fliegendes Auto? Ich bin Niklas. Und ich bin Sina. Wir zeigen euch abgefahrene Zukunftsvisionen aus der Vergangenheit und von heute. Was können wir daraus lernen? Und welche Visionen könnten schon bald Realität sein? Let's go. Oder vielmehr, let's hover. Nee, let's fly. Back to the future. Zurück in die Zukunft, mit Abstand der beste Film aller Zeiten, hat ja fliegende Autos für das Jahr 2015 prognostiziert. Der gute alte fliegende DeLorean. Ich mag ja persönlich richtig gerne diese fliegenden Autos aus Das fünfte Element mit Bruce Willis, dieses Taxi, weil die so schön smooth sich durch die Gegend bewegen. Oder absoluter Klassiker, Chitty Chitty Bang Bang. Das ist ja geil mit dem Flügel. Schön, wie das so ausklappt, ne? Und dann auch hier diese Farben. Und der Propeller hinten, also da müsstest du jetzt als Physikerin erklären, ob das wirklich realistisch ist. Ich stelle bei solchen Filmen überhaupt keinen Sinn. Das mache ich mir doch nicht kaputt, indem ich jetzt sage, ah, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber es gab ja sogar fliegende Autos in Harry Potter. Aber das ist ja, ja, eher dann mit Magie zu erklären, also das zählt nicht so richtig. Aber die Vorstellung feiere ich krass. Also stell dir mal vor, du stehst im Stau, drückst auf den Knopf und fliegst einfach über alle Autos hinweg oder einfach direkt in den Urlaub. Welche Filme, Bücher oder Games kennt ihr, in denen fliegende Autos vorkommen? Und was würdet ihr mit so einem fliegenden Auto machen? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. Wenn man sich all diese großartigen Filmfantasien anschaut, dann fragt man sich ja zwangsläufig, wo ist denn jetzt das Problem? Wann geht's endlich los? Ja, und da bist du auch nicht die Erste, die so denkt. Ja? Mhm. Der Autopionier Henry Ford hat schon vor 80 Jahren gesagt, ihr werdet über mich lachen, aber erinnert euch an meine Worte, eine Kombination aus Flugzeug und Auto wird kommen. Ihr werdet mich belächeln, aber das fliegende Auto wird kommen. Aber ich habe noch kein fliegendes Auto in Bonn rumfahren sehen, muss ich leider sagen. Ja. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt das? Woran hängt's, ja? Und wann wird sich das endlich ändern? Und um diese Frage zu beantworten, werden wir beide jetzt mal so eine kleine Checkliste machen, wie bei einem richtigen Autokauf. So. Also Sina, angenommen, die Straße runter, 2 Kilometer, wird ein Autohändler aufmachen, der verkauft fliegende Autos. Mhm. Was sind so für dich Must-Haves, wo du sofort zuschlagen würdest? Ich würde sagen, erstens, es muss geil fliegen können, natürlich. Mhm. Ne? Also man soll ganz leicht von A nach B kommen. Ja, also überall fliegen oder fahren. Ja. Ja. So, zweiter Punkt, Sicherheit. Ne? Ein fliegendes Auto, dann wollen wir natürlich auch, dass das Ganze sicher ist. Ja, das macht total Sinn. Und ich finde, wenn wir schon dabei sind, dann sollte es auch umweltfreundlich und nachhaltig sein. Das ist heute einfach mega wichtig. Ja, Punkt 3, Nachhaltigkeit. Ja. Bin ich auch dabei. Und dann würde ich sagen, Punkt 4, es muss einfach zu steuern sein. Also wie ein Auto auch einfach zu steuern ist. Ne? Und als letzten Punkt, was man nicht vergessen darf, ist der Preis. Der ist meistens ein blöder Spielverderber, aber muss man einfach mit einbeziehen. Die Punkt 5, der Preis. Ja, da kommt einiges zusammen in unserer Checkliste. Und wie wir das alles lösen wollen und was davon heute schon machbar ist, das haben wir uns mal was genauer angeguckt. Genau. Ich habe mir dabei mal ein paar verrückte Flugversuche aus der Vergangenheit genauer unter die Lupe genommen. Und ich war im Hier und Jetzt unterwegs und ich kann euch schon mal so viel verraten. Der Traum vom fliegenden Auto, er ist so nah wie nie zuvor. Wow, okay, da bin ich schon mal extrem gespannt. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz vorne an. Und zwar starten wir im Jahr 1900 mit diesen Zeichnungen. Ja? Mhm. Also um das Jahr 1900 herum hat man sich das Jahr 2000 so vorgestellt. Und wie man sieht, selbstverständlich fliegen wir einfach alle den ganzen Tag nur. Ja, so war es 2000, ich erinnere mich. Ja, es war ein gutes Jahr. Schade, dass es danach wieder auf den Boden ging. Auf den Boden der Tatsachen. Hier sehen wir auch noch mal so ein paar Postkarten. Ach, schön. Und guck dir das an. Was ich besonders gut finde, ist das Bild hier. Er nimmt sich einfach beim Fly-Through nimmt er sich einfach ein Vino mit. Ich weiß nicht, ob das dann auch kontaktlos bezahlt wird in dem Moment, aber es sieht aus, als hätte er nur Zeit, den Wein mitzunehmen, aber gar nicht zu bezahlen. Aber man sieht natürlich, das ist alles halt bei der Fantasie geblieben. Ne? Also das ist halt so weit weg, da fehlt jegliche Umsetzung. Selbstverständlich, es ist eigentlich nur eine kleine Gedankenspielerei. Aber wir sind ja Menschen und wir denken uns immer die ganze Zeit irgendwas Beklopptes aus. Deswegen sollte es auch nicht lange dauern, bis aus diesen Fantasien dann die ersten echten Versuche wurden. Das hier ist jetzt tatsächlich das erste fliegende Auto, was auch wirklich fliegen kann. Das ist das Aerobile von Waldo Waterman. Mhm. Also er hat einfach mehr oder weniger einfach ein Auto mit einem Propeller ausgestattet und dann Flügel dran gebaut. Und man sieht, es fährt auch wirklich im normalen Straßenverkehr. Es ist auf 3 Rädern unterwegs. Ja. Die Flügel werden dann halt am Flughafen draufgesetzt. Mhm.
Das zweite fliegende Auto ist hier, dieses Airphibian vom Erfinder Robert Fulton Jr. Aber man muss auch den fliegenden Teil dann doch irgendwo stehen lassen. Und da nimmt man es dann einfach ab und dann ist es auf einmal ein kleines Cabriolet. Also es ist schon mit vielen einzelnen Schritten, aber es hat funktioniert und man konnte damit auch echt ziemlich weit fliegen. Was ist denn aus den ersten beiden Versuchen dann geworden? Tja, was denkst du denn? Ja, ich glaube nix, weil es einfach viel zu umständlich ist, oder? Ja. Also das ist nicht flexibel, wie wir es uns eigentlich in unserer Checkliste gewünscht haben. Ja. Und ja, es ist eben nicht das, was man sich vorstellt, dass man so einen Trip von Tür zu Tür machen kann. Ja. Beide diese Modelle wurden nie kommerziell produziert. Aber das Interessante ist, obwohl man es versucht und versagt hat, haben es Leute einfach immer weiter probiert. Hier haben wir das 118 Convair Car. Ja? Also auch eine von diesen Konstruktionen, wo dann man Auto und Flugzeug versucht hat, so ein bisschen zu verheiraten. Das Problem ist allerdings dabei gewesen, es gab 1947 davon eine Flugdemonstration und da ist so ziemlich das Schlimmste passiert, was hätte passieren können. Und zwar verwechselt der Pilot die Tankanzeige von Flugzeug und Auto. Also es gab zwei Tankanzeigen separat, eine fürs Flugzeug, eine fürs Auto. Und er hat sich dann einfach vertan und der Sprit geht ihm mitten in der Luft aus und er muss notlanden. Das Ganze crasht und ja, also danach wollte niemand mehr so einen Convair Car kaufen. Nee, klar, und das ist jetzt wieder auch so ein Punkt, den wir auch gar nicht auf der Liste hatten. Menschliches Versagen, aber das ist ja auch nicht kontrollierbar. Ne? Das ist halt das, was wir so ein bisschen unter Sicherheit angeführt haben. Mhm. Aber das ist eben das Ding und davon muss man einfach ausgehen, dass wenn Fehler auftreten können, sie werden auftreten. Ja. So, das hier ist wirklich eine absolute Legende und zwar die Flying Pinto. Das war von einem kalifornischen Tüftler so Anfang der 70er Jahre. Und der hat einfach mal den Ford Pinto mit einer Cessna verheiratet. Also einfach zwei krasse Maschinen in eins gesetzt. Das Ganze hatte dann so einen großen Hype, dass es sogar in einem James-Bond-Film, nämlich Der Mann mit dem goldenen Colt, eingesetzt werden sollte. Ja, es sieht ja auch aus, als käme es gerade aus dem Geheimlabor von Q. Ne? Ja. Das passt total da rein. Ja, weil es auch so badass einfach aussieht. Ja. Das Ganze endet nur leider sehr, sehr tragisch, denn bei einem Flug 1973 bricht tatsächlich ein Flügel ab und der Erfinder des Geräts und ein Pilot darin stürzen ab und sterben. Nein, ja. Und das also, war dann das Ende des Flying Pinto. Das ist in puncto Sicherheit natürlich dann auch nicht so richtig gut. Ja. Ja, ganz genau. Und im James-Bond-Film hat man dann tatsächlich erst versucht, ein anderes Auto zu benutzen und dann die Flugszenen hat man dann mit so einem Miniaturmodell davon gedreht. Also das echte Gerät wurde dann auch gar nicht im Film letztendlich benutzt. Ja, also nicht mal James Bond hat es geschafft bis jetzt, ne? Ja, genau. Flying Cars. Okay, also wir fassen nochmal zusammen, ja? Seit über 100 Jahren versucht die Menschheit wirklich aufs Hartnäckigste den Traum vom fliegenden Auto zu erfüllen, aber bis jetzt haben wir nur gescheiterte Versuche. Ja, das Ganze ist einfach technisch nie ausgereift und dabei riskiert man meistens sogar noch sein Leben. Ja, aber es ist auch wirklich schwierig, weil so ein Auto und so ein Flugzeug, das sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte. So ein Auto, das sollte möglichst kompakt sein. Ein Auto braucht einen Schwerpunkt, der irgendwo tief in der Mitte liegt, ne? Damit es eben nicht aus einer Kurve rausfliegt zum Beispiel. Und so ein gewisses Gewicht ist auch wirklich praktisch, wenn es schwer ist. Das verbessert nochmal die Fahreigenschaften. Und bei einem Flugzeug ist es ja ganz anders. So ein Flugzeug braucht ganz viel Fläche. Ein Flugzeug muss wirklich so leicht sein, wie es nur geht, damit es abheben kann. Und der Schwerpunkt bei so einem Flugzeug, der liegt meistens vorne hier in der Nase, dass wenn mal irgendwie die Motoren und so ausfallen, dass es dann einfach schön runtersegeln kann. Ja. Am Ende hat man halt entweder ein schlechtes Auto oder ein schlechtes Flugzeug. Und dazu kommt das Ganze noch mit der Sicherheit. Ja? Also die Ansprüche an so ein Flugzeug sind natürlich viel höher. Einmal an das Material, aber auch an die Person, die das Ganze steuert. Ein leerer Tank oder ein abgebrochener Flügel, das ist richtig kacke. Für die Person, die drin sitzt, aber auch für die Leute, denen das Ganze auf den Kopf fällt. Aber technische Probleme lassen sich ja durchaus lösen. Und nach über 100 Jahren Fehlversuchen sind wir soweit. Es gibt einige Firmen, die sagen, der Traum vom fliegenden Auto, der ist jetzt wahr. Und das wollte ich natürlich mit eigenen Augen sehen. Und bin dafür nach Holland gefahren. Ganz 2021-Style mit dem Auto. Mein Ziel, ein Industriegebiet in der Nähe von Rotterdam. Da sitzt die Firma PAL-V und laut ihrer Website kann man bei ihnen bald das erste serienreife fliegende Auto der Welt kaufen. Watch out for flying cars. Okay. Was mir gleich auffällt, das ist ganz schön groß hier alles. Ich habe ja eher mit so einer kleinen Garage gerechnet. Tatsächlich arbeiten hier aber über 100 Menschen. Und das ist Robert Dingemanse. Robert hat die Firma gegründet und ist ihr Geschäftsführer. Und er führt mich auch gleich zum eigentlichen Star der Firma. Wow. Das sieht richtig abgefahren aus. Das ist Liberty, ein echtes fliegendes Auto.
Kann ich mal rein? Ja, es kann. Okay. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich, wie wenn man irgendwie in so einen Ferrari steigt oder so. Ist man erstmal total tief. Ach, krass. Okay. Ja. Boah, es ist richtig tief. Okay. Ich fühle mich wie so ein Kind in so einem, in so einem Karussell oder so und habe jetzt hier so einen Steuerknüppel oder so. Das ist richtig cool. Wie ist das mit dem Schlüssel? Wo steckt mein Schlüssel ein? Das sehe ich jetzt zum Beispiel. Da am rechten Seite. Ach, hier ist das dann. Ah, okay. Ja, Start, ne, Power. Da, hier. Ja, da, Ah, okay. Ja. Abgefahren. Und dann hat man hier auch so ein schönes Panoramadach. Das mögen die Leute ja auch sehr gerne. Ja. Ich finde es schon ziemlich cool. Ne? Das macht schon richtig Spaß. Auch hier an den Seiten sind dann auch noch so Fenster an den Türen. Ja, dann kann man zum die Grund auch sehen. Aber man sitzt dann schön eng hier zusammen. Ne? Das hat dann eine schöne Zweisamkeit. Ja. I believe I can fly. Ja. So wird das dann. Ja. Die Straßenzulassung hat sie bereits. 160 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit am Boden. Da sich die Liberty in die Kurve neigen kann, ist das trotz des hohen Schwerpunkts möglich. Getankt wird sie übrigens ganz normal mit Superbenzin. Verbrauch auf 100 Kilometer laut Hersteller am Boden 7,6 Liter, in der Luft rund 18 Liter. Im Flugmodus soll man dann mit bis zu 180 km/h unterwegs sein und bis zu 500 Kilometer weit damit fliegen können. Alter, das sieht ja mega geil aus. Also wenn man das damit vergleicht, was wir bisher sonst so gesehen haben. Ja, weil diese ersten Versuche, die sehen ja total unbeholfen aus, ne? Ja. Und das ist schon was anderes. Was meint ihr? Würdet ihr euch trauen, in so ein fliegendes Auto zu steigen? Oder bleibt ihr lieber auf dem Boden? Lasst doch mal einen Kommentar da. Aber ich bin mal gespannt, was du mir gleich noch zeigen wirst, weil gutes Aussehen alleine reicht ja nicht. Aber was mir direkt schon mal auffällt, das hat ja gar keine Flügel. Ja, genau das ist es nämlich, weil die Liberty ist nämlich ein sogenannter Autogyro, also ein Tragschrauber, sagt man auch. Und wer das noch nie gehört hat, wir haben da mal was vorbereitet. Also, um zu fliegen, muss man zum Beispiel Auftrieb generieren. Und ganz simpel erklärt, bei so einem Flugzeug funktioniert das zum einen durch den Vortrieb, der durch den Propeller kommt, und durch das Flügelprofil. Denn die Oberseite von solchen Flügeln ist leicht gewölbt. Das heißt, wenn Luft da entlang strömt, dann strömt sie an der Oberseite schneller entlang als an der Unterseite. Und das generiert einen Sog nach oben. So kann das Flugzeug dann fliegen. Aber das braucht eben eine gewisse Geschwindigkeit, damit eben dieses Fliegen auch funktioniert. Wenn es nicht schnell genug ist, dann stürzt es einfach ab. Und deswegen brauchen Flugzeuge eben zum Starten einen gewissen Anlauf und zum Landen auch einen gewissen Auslauf. Und bei Helikoptern oder Multikoptern ist das Prinzip eben so, dass die Flügel oder Rotoren sich selber aktiv drehen und dadurch selbst Geschwindigkeit erzeugen. Dadurch kann man eben senkrecht nach oben oder nach unten fliegen oder eben sogar in der Luft schweben. Das kostet allerdings ziemlich viel Energie. Genau, und bei so einem Autogyro ist das einfach eine Kombi. Wir haben einen kleinen Propeller hier hinten, der bringt den nötigen Vortrieb. Und die Rotorblätter hier oben, die drehen sich einfach passiv mit, also einfach durch den Fahrtwind, eine Autorotation. Und dieses Prinzip ist sogar schon seit den 20er Jahren bekannt. Und warum haben sich jetzt die Holländer für genau dieses Prinzip entschieden? Weil das einige Probleme löst, die wir am Anfang der Sendung einmal aufgezählt haben. Im Gegensatz zu einem großen, starren Flügel lässt sich der Rotor relativ kompakt auf dem Auto unterbringen. Das spart Gewicht und macht die Liberty klein. Wichtig für eine Straßenzulassung. Der zweite Vorteil, ein Autogyro braucht zum Abheben weniger Anlauf als ein Flugzeug. Der Liberty reichen 180 Meter aus. Eine Cessna, das meistgebaute Kleinstflugzeug der Welt, braucht im optimalen Fall etwa 100 Meter mehr. Und landen kann die Liberty fast senkrecht, auf gerade einmal 30 Metern. Von der ersten Idee bis heute sind es fast 25 Jahre. Das schwarze Modell ist ein älteres Modell, das ist auch schon, das fliegt auch richtig, also das sind echte Aufnahmen. Aber dieses Orange und das Rote, das sind leider keine echten Aufnahmen, das sind alles nur Animationen. Ach so, ich frage mich aber auch bei der Sache, wie leicht es wirklich funktioniert, das Teil zu fliegen, weil die Flugversuche, die wir gesehen haben, die sind ja fast alle schiefgelaufen. Das habe ich mich nämlich auch gefragt und deswegen hat mir Hans, einer der Testpiloten, so einen kleinen Crashkurs gegeben und zwar in einem Flugsimulator. Zu 90% bildet der Simulator die Realität ab, sagt er. Hier werden dann auch die zukünftigen Besitzer ihre ersten Flugversuche machen. Und ich muss sagen, so ein Autogyro zu fliegen, macht ziemlich viel Spaß. Let's start the simulation in 3, 2, 1, go. You have control. Etwa 40 bis 50 Stunden wird es dauern, um einen Flugautoführerschein zu machen. Laut Hans ist es die einfachste und schnellste Art, selbst zu fliegen. Yes, excellent.
to the right. I think we have to make another turn. Keep the nose down still. No, nose down? Yeah. You're still very high. It feels like crashing into the road. Okay, now you pull full throttle. No! Alter, bist du einfach auf der Autobahn gelandet? Ja, und die Autos sind durch mich durchgefahren. Was ist denn los da? Oh. Man merkt, dass du richtig krasse Gamer-Skills auf jeden Fall hast. Ja, total. Aber das war auch wirklich viel, viel einfacher, als ich es gedacht habe, muss ich sagen. Das Coole an diesem Rotorprinzip ist aber, dass es eigentlich die sicherste Art ist zu fliegen. Weil das ist ja einfach ein passives Konstrukt, sagen wir mal, was nur durch den Fahrtwind funktioniert. Das heißt, wenn der Motor vom Vortrieb ausfällt, dann kann das Ding immer noch ganz sanft zu Boden segeln. Das Prinzip von der Autorotation kann man auch an so einem Papierstreifen einfach zeigen. Wenn man es einfach so zurechtschneidet, hier so ein bisschen zusammenklappt. Wenn ich das jetzt einfach fallen lasse, siehst du, dass das ruhig zu Boden segelt. Aber 100% sicher ist das jetzt wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Nein, auch sowas kannst du natürlich crashen. Ne? Bei schlechtem Wetter oder bei viel Wind ist es aber trotzdem immer noch eine der sichersten Methoden. Momentan befindet sich die Liberty in der finalen Phase zur Zulassung als Flugzeug. So ein Zulassungsprozess ist ziemlich kompliziert. Deshalb haben die Holländer bereits parallel zur Entwicklung des Prototypen damit begonnen. Vor über 10 Jahren. Im fliegenden Auto sind wir die einzigen in die Welt. Krass. Und weil Zertifizierung 10 bis 12 Jahre dauert, werden wir das sein für die nächsten 10 Jahre. Ja klar, weil ihr habt die Zeit schon abgesessen. Ja, wir sind schon mit Zertifizierung in 2009 angefangen. Das ist echt. Robert ist überzeugt, dass sein fliegendes Auto eine Zukunft hat. 50 Vorbestellungen allein in Holland hat die Firma bereits nach eigenen Angaben. Die Zulassung soll bis 2023 erfolgen und noch davor sollen die ersten Modelle ausgeliefert werden. Und natürlich mein kleiner Sohn, der mochte schon heute auch einen haben und für ihn ist das normal, dass fliegende Autos da sind, weil sein Vater... Er ist 10, der arbeitet an fliegendes Auto. Ja, krass, dein Sohn lebt schon in der Zukunft sozusagen. Ja, das macht er, ja. Und fragt wahrscheinlich die ganze Zeit, Papa, wann ist es denn soweit? Ja, wann ist das fliegende Auto endlich in der Garage? Ja, Niklas, wie sieht's aus? Würdest du dir eine Liberty kaufen? Ja, also wenn wir uns jetzt mal die Punkte auf der Liste angucken, dann erreicht die ja schon ein paar. Ne? Also flexibel überall fliegen ist anscheinend am Start. Sicher, hast du gesagt, ist die auch einigermaßen. Ja. Aber wie sieht denn das mit dem Preis aus? Ach so. Also, was soll die denn kosten? Die kostet 500.000, das ist die erste Edition. Ach so, okay. Und danach soll es aber günstiger werden. Das ja, okay, Josenheimer, das ist natürlich viel zu teuer. Ne? Aber ich meine, das erste Auto war ja eigentlich auch ein Luxusgut. Und jetzt, heutzutage, haben, glaube ich, 90% aller deutschen Haushalte so mindestens eins. Also es könnte sich ja dann noch dahin entwickeln. Ne? Ja, und dazu muss man auch mal sagen an der Stelle, ne? Also es sind nicht nur Pervi, die diese fliegenden Autos herstellen. Es gibt auch noch ganz viele andere Firmen. Zwei führende sitzen zum Beispiel auch in der Slowakei. Mhm. Aber die haben ein ganz anderes Prinzip. Nicht so dieses Gyro-Prinzip, wie wir das jetzt von Pervi kennen, sondern die haben wirklich wieder diese ausklappbaren Flügel. Also dass du wirklich kleine Flugzeuge. Ja, okay. Aber das finde ich schon wieder, sieht ganz nice aus. Also das ist so richtig James Bond Hollywood-Style irgendwie. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber die brauchen dann ja wahrscheinlich trotzdem wieder eine Start- und Landebahn. Ja, ja, das ist halt eben das Problem. Also wenn die diese ausklappbaren Flügel haben, brauchen die wirklich mehrere hundert Meter zum Starten, mehrere hundert Meter zum Landen. Und das ist beim Gyro-Prinzip natürlich einfacher. Da brauchst du nicht so viel. Okay, also einigen wir uns, das Gyro-Prinzip ist eigentlich das Beste, ist weil man einfach überall starten kann. Also haben wir unser fliegendes Auto gefunden. Geil, können wir nach Hause gehen oder nicht? Nee, können wir nicht, weil das ist jetzt auch wieder das Problem. Es gibt natürlich immer diese Regularien. Du kannst nicht einfach von überall aus starten und landen, wie du willst. Ne? Du musst in Deutschland musst du das bei einem Flugplatz machen. Du kannst nicht von der Straße aus starten. Natürlich ist das in Deutschland nochmal reglementiert. Aber macht natürlich auch Sinn, dass der Flugraum strengen Regeln zu folgen hat. Aber das heißt natürlich auch, dass ich jetzt mal eben von zu Hause zum Supermarkt nicht mal eben den Gyro anschmeißen kann, um einfach querfeld einzufliegen, sondern das muss dann geplant sein. Nee, also so realistisch gesehen ist es dann folgendermaßen. Du fährst mit deinem fliegenden Auto halt zum nächsten Flugplatz, startest, weil du auch nur 3500 Meter hochfliegen kannst, brauchst du auch keinen Flugplan, das ist schon mal praktisch. Mhm. Und dann landest du halt beim nächsten Flugplatz und fährst von da aus dann wieder bis zu deinem eigentlichen Ziel. Also so wird es am Ende aussehen. Okay. Also und Robert meinte zwar, das ist jetzt alles nicht so dramatisch, wie es klingt, weil es gerade in Europa 10.000 von diesen kleinen Mini-Rollbahnen gibt, an denen du halt starten und landen könntest. Aber du bist nicht so frei, wie man es sich eigentlich wünscht. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade eigentlich. Ja. Also dann ist das am Ende ja wirklich eigentlich nur was für längere Strecken. Du hast ja schon gesagt, die Reichweite von dem Ding ist irgendwie 500 Kilometer oder sowas. Ja. Dann ist es ja wirklich eher was für wirklich sehr wenige Leute. Also jetzt Managerinnen und Manager, die lange Strecken überbrücken müssen oder Pendler und Pendlerinnen, die weit fahren müssen. Dann steigt man ein und fliegt weit. Aber für mich, jemand, der in der Innenstadt lebt, ist das total sinnlos eigentlich. Bringt gar nichts. Ja. Und wie bei Hollywood, Knopf drücken, losfliegen, nee, ist leider nicht. Das ist es eher nicht, aber ich habe da was, was dann vielleicht doch interessant sein könnte für dich. Und zwar dieses kleine Ding. Ja. Darauf habe ich gewartet.
Das ist ja sozusagen, also eine Drohne, ein Multikopter. Der hat mehrere Rotoren und das macht es A, viel einfacher zu steuern als ein Helikopter. Und die meisten von denen laufen mit einer Batterie oder einem Elektromotor. Das heißt, sie sind auch viel günstiger. Ja, und genau deswegen hat sich auch in den letzten Jahren um die Dinge ein krasser Hype entwickelt. Laut Schätzungen arbeiten weltweit über 200 Firmen an bemannten Drohnen. In allen möglichen Ausführungen. Milliarden an Investmentkapital fließen gerade in diese Startups. Urban Air Mobility lautet das Zauberwort und hat zu einer Art Goldgräberstimmung geführt. Einige Firmen stehen kurz davor, mit ihren bemannten Multikoptern in den kommerziellen Betrieb zu gehen, als Flugtaxi-Service. Der deutsche Hersteller Volocopter hat etwa Ende 2019 in Singapur einen Demonstrationsflug vollführt und auch dort schon seinen ersten Drohnenport gebaut. Bis 2023 planen sie dort, alle Zulassungen zu durchlaufen und den kommerziellen Betrieb aufzunehmen. Erst einmal für Touristen zum Sightseeing. Aber auch in vielen anderen Städten, etwa Paris, will Volocopter in den nächsten Jahren Flugnetze für Drohnen aufbauen. Obwohl sie autonom fliegen können, müssen in den meisten Ländern immer noch Piloten mit im Cockpit sitzen. Der chinesische Hersteller Ehang fliegt seine Drohnen bereits autonom, zumindest in China. Ziemlich medienwirksam war gerade erst die Landung im Stadion zur Eröffnung der chinesischen Super League. Aber auch den Einsatz als Rettungs- und Feuerwehrdrohne haben die Chinesen bereits getestet. Und auch sie planen ganz konkret die ersten kommerziellen Fluglinien. Noch in diesem Jahr wollen sie in ihrer Fabrik mit der Massenproduktion ihrer Passagierdrohne beginnen. Ja, also Drohnen sind eine ziemlich coole Technologie und sie sind ja auch elektrisch. Also zumindest in der Theorie ist das auch nachhaltiger als jetzt Benzinmotoren. Und das wäre für mich schon mal auf jeden Fall eine Kaufentscheidung. Aber Batterien sind halt auch irre schwer und das ist halt ein Riesenproblem, auch bei den E-Autos zum Beispiel. Die haben halt ein Reichweitenproblem. Ja. Und nicht nur da, auch zum Beispiel bei bemannten Flugdrohnen. Ja, die auf dem Markt sind, die halten teilweise maximal 15 Minuten. Also das heißt, du kannst es dann halt als urbanes Kurzstreckentaxi benutzen, aber lange Strecken sind damit nicht möglich. Und du hast auch ein Problem mit der Ladelogistik. Wenn du irgendwo ankommst und dein Akku ist leer, Tschaußenheimer, wie willst du den da laden? Ja, deswegen fliegt zum Beispiel die Liberty auch mit Benzin, weil Benzin, ein Kilo Benzin hat 60 mal mehr Energie als ein Kilogramm Top-Notch-Lithium-Ionen-Batterien, die wir jetzt gerade herstellen können. Ja. Und deswegen, die Liberty, brauchen wir eben für Langstreckenflüge. Und da setzt eben die Münchner Firma Lilium an. Die haben versprochen, dass ihre Drohnen irgendwann mal eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern erreichen sollen. Das versuchen sie zu erreichen mit so einer Kombination aus Hovern bei Start und Landung und Segelflug dazwischen. Und damit wäre dann ja auch wirklich ein Flugtaxi zwischen Städten möglich. Ja, und mit dem Versprechen haben sie natürlich schon Millionen an Investmentkapital eingesammelt. Unabhängige Experten haben das aber auch noch mal alles durchgerechnet. Und selbst wenn man die jetzigen Batterien noch mal krass besser machen würde, die jetzigen Versprechungen, die sind rein physikalisch einfach nicht machbar. Weil so eine Drohne, die braucht einfach unglaublich viel Energie fürs Starten und Landen. Und nach wenigen Kilometern würde der automatisch der Saft ausgehen. Ja, da liegen dann eben Wunsch und Realität doch ziemlich weit auseinander. Also solche Drohnen wären alleine wegen ihrer Flugtechnik extrem flexibel und genau das, was wir wollen. Aber am Ende sind sie halt wie schlechte Influencer. Ihnen fehlt die Reichweite. Und es wird ja auch noch ganz viele gesetzliche Vorgaben geben. Wo darfst du landen, wo darfst du starten und wo darfst du es nicht? Ja. Und auch mal ganz konkret, aus ökologischer Sicht ist irgendwas in die Luft zu heben eine ziemlich beschissene Idee. Es kostet halt immer mehr Energie, irgendwas in die Luft zu bringen, als es einfach am Boden zu behalten. Die Lösung dafür wären dann halt natürlich nachhaltige Kraftstoffe, also irgendwas mit Wasserstoff oder Solar Fuels. Da gibt's ja Technologien, aber die stehen halt immer noch ganz am Anfang. Wenn man das hätte, dann würde es aber tatsächlich auch wieder komplizierter werden in der Technologie. Das wird alles wieder komplexer und es wird wieder teurer. Ja, so ist das halt. Aber es gibt halt neben dieser ganzen ökologischen Perspektive, warum Fliegen problematisch ist, dann eben noch eine ganz andere Frage, die wir bisher noch gar nicht besprochen haben. Dass der Luftraum zu voll wird mit Flugtaxis oder was kommt jetzt? Also das geht in die richtige Richtung, aber lass uns einfach mal in die Vergangenheit schauen. Guck mal, das hier ist die Rotorbahn. Die wird Ende der 1950er Jahre in England von dem Hersteller Fairey entwickelt. Sie sieht ziemlich schräg aus, ist aber ziemlich revolutionär. Die Rotodyne ist nämlich eine Mischung aus Flugzeug, Autogyro und Hubschrauber. Der Rotor wird bei Start und Landung mit kleinen Düsen zum Drehen gebracht. Dadurch kann die Rotodyne senkrecht starten und landen. Die beiden seitlichen Propeller sorgen dann für Vortrieb. Und der Rotor oben dreht sich ab einer gewissen Geschwindigkeit wie beim Autogyro nur noch passiv mit. Das machte die Rotodyne deutlich energieeffizienter als ein Hubschrauber. Endlich, so glaubte man damals, kann man damit einen günstigen Kurzstreckenluftverkehr zwischen Städten aufbauen. Und zwar direkt von Stadtzentrum zu Stadtzentrum. Also so, wie man sich das auch für Flugtaxis erhofft. Alle sind gehypt und beim Hersteller stapeln sich die Anfragen. Doch dann kommt alles anders. Und am Ende bleiben von der einzigen Rotodyne, die jemals gebaut wurde, nur noch Einzelteile übrig.
Ja, ich hab's geahnt, Niklas. Deine Geschichten enden heute alle dramatisch kacke. Warum hat das jetzt wieder nicht geklappt? Ja, also die Rotodyne war halt viel zu laut. Also diese ganzen Düsen und Rotoren, die machen halt beim Starten und Landen extrem viel Lärm. Und das war dann auch der Grund, warum die ganzen Vorbestellungen gecancelt wurden. Und denkst du denn, dass das bei den fliegenden Autos, bei den Flugtaxis das gleiche ist? Weil die sind doch viel leiser, oder? Ja, prinzipiell schon. Aber allein dieser kleine Freund hier wird ja schon super nervig nach einer Weile, ne? Und jetzt stell dir mal vor, Drohnen werden Massentransportmittel. Also in so eine U-Bahn passen so 900 Leute. Würde man die jetzt in zweisitzige Flugdrohnen reinpacken, das ist so der Standard, dann wären das 450 Drohnen und das alle 10 Minuten. Also die ballern einfach nur über den Himmel. Ich glaube, da hätte man gar keinen Spaß mehr in der Innenstadt. Nee, das wäre echt ätzend. Das wäre wahrscheinlich wirklich ultralaut und man sieht die Sonne nicht mehr, also das ist keine schöne Vorstellung. Nicht so, wie man es sich in den Illustrationen immer vorstellt. Ne? Ja, ganz genau. Also es kommt letzten Endes genau darauf an, wenn ich der Einzige bin, der das kann, dann ist es super cool, weil ich stehe im Stau und ich fliege einfach über alle hinweg. Aber wenn das halt wirklich die ganze Gesellschaft macht, dann ist es wieder was komplett anderes. Ja, dann hat da keiner wieder Bock drauf, das stimmt. Und wenn halt so viele von diesen Dingern im Himmel sind, dann hat man ja auch ein bisschen Panik, dass irgendwann eins von den Dingern auch mal auf den Kopf fällt. Ne? Je mehr das sind, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit. Vor allem, wenn so Leute wie du und ich am Steuer sitzen. Ja. Oder vor allem du. Wieso? Denkst du, ich bin kein guter Drohnenpilot oder was? Guck mal hier. Ja, es war schon ein bester Flug, muss ich sagen, aber trotzdem schwierig. Ich glaube, es ist halt irgendwie so dieses Ding, dass es gesellschaftlich akzeptiert sein muss. Und das könnte, glaube ich, schwierig werden. Vielleicht wird es auch nur eine Randerscheinung bleiben, dass einzelne Leute das irgendwie dann haben. Ja, deswegen wäre es halt gut, wenn diese Technologie dann wirklich auch Institutionen überlassen wäre, die es wirklich brauchen, wie Polizei oder Krankenwagen. Also irgendwie Medikamente von A nach B bringen, das, was halt wirklich sinnvoll ist. Und dass es eben ja bei so Ausnahmeregeln bleibt und nicht einfach für alle zugänglich wird, das wäre, glaube ich, das Beste. Ja, also fassen wir nochmal zusammen. Fliegende Autos und bemannte Flugtaxis werden bald Realität sein. Sie werden kommen, Niklas. Ja, sie werden kommen. Wenn wir den Versprechen der Hersteller Glauben schenken können, dann sogar schon in den nächsten 2 Jahren. Das ist auf der einen Seite super cool und dadurch geht halt ein Menschheitstraum in Erfüllung. Ja, aber andererseits gibt es noch super viele Hürden, die uns bevorstehen. Weil einfach so wie in Hollywood-Filmen auf Knopfdruck einfach mit dem Auto losfliegen, da sind wir echt noch weit von entfernt. Und wenn man trotzdem hovern möchte, ja, dann muss man halt mit so einem Flugtaxi fliegen. Das geht auch nur über kurze Strecken. Also dieser richtige Traum, ja, den die Leute seit 100 Jahren haben. Ich fahre mit meinem Auto und dann fliege ich einfach los. Ja, davon sind wir aus technischen Gründen und aus Gründen der Sicherheit noch entfernt. Ja, und dazu ist das Ganze ökologisch halt auch überhaupt nicht nachhaltig und viel zu teuer. Also gerade das fliegende Auto wird wirklich nur für einige wenige mit extrem viel Geld vorenthalten bleiben. Und man muss sich ja auch mal wirklich fragen, wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich, dass über uns am Himmel die ganze Zeit diese Flugtaxis durch die Gegend sausen? Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Ja, letzten Endes finde ich U-Bahn-Fahren auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen, wenn ich den Vergleich hervorziehe. Aber ja, okay. Fühlt sich irgendwie schade an, auf so einem großen Aber zu enden. Ja, aber, muss ich sagen, Mobilität ist ja auch total vielschichtig. Weil ich war ja in Holland bei den fliegenden Autos und da habe ich noch was anderes gefunden. Nämlich eine wirklich schöne, nachhaltige und leise Methode, wie man auch über den Stau einfach hinwegschweben kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar in Eindhoven gibt es diese Fahrradbrücke, über die man einfach wunderbar fahren kann. Jetzt müsste man nur noch so fetten Benzinermotor hinten an die Fahrräder dran ketten mit so einem Rotor und dann können die auch fliegen. Ja. Das wäre doch eine Lösung auf jeden Fall. Das ist, wo wir hinwollen. Finde ich ganz cool. Ich denke nämlich, so gerade die Zukunft der Mobilität muss ja jetzt auch nicht mehr super crazy Sci-Fi-Shit sein. Was ist eure Einstellung? Was ist für euch das Fortbewegungsmittel der Zukunft und was ist euch dabei wichtig? Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut da noch in unsere anderen Folgen rein. Ja, wir haben Folgen zum ewigen Leben, zum Leben auf anderen Planeten oder aber auch zu den Städten der Zukunft. Und bis dahin, bleibt visionär. So, du kannst jetzt noch mal mit der Drohne üben, wenn du mal Flugtaxi-Pilot sein möchtest. Ich sag dir, Drohnenpiloten werden wahnsinnig begehrt sein und ich werde einer der besten im Land sein. Lande mal. Was? Lande mal da hinten auf. Du sagst, ich soll auf dem Boden landen? Das war Tomorrow Now und wo ihr weitere Folgen finden könnt, das zeigt euch jetzt Sina mit der Drohne. Sina, go. Weitere Folgen gibt's hier. Sehr gut. Und wo ist der Abo-Button? Wo ist der Abo-Button, Sina? Da hinten. Alter, nee, der Abo-Button ist hier. Alter! Abo-Button da, andere Folgen da, ich muss kurz die Drohne retten. Alles klar. Bis dann.